Ja, hallo, mein Name ist Professor Dr. Karl-Peter Fischer. Ich bin Professor an der Hochschule für angewandtes Management in Ismaning und betreue dort im Bereich der Fakultät Wirtschaftspsychologie, den Bereich Markt- und Werbepsychologie und den Bereich Kommunikation und Online-Marketing. Ich habe für meine Studenten hier so eine kleine Serie von Bachelor- und Masterarbeitsvideos gemacht. Das heißt, wir können meine Studenten oder auch gern jeder andere Student, wie könnt ihr euch eure Bachelor- und Masterarbeit einfacher machen und welche Schritte solltet ihr beachten, damit es auch wirklich ein voller Erfolg wird. Ja, heute in diesem kleinen Service-Video hier auf meinem YouTube-Channel möchte ich euch vorstellen, das sogenannte Schreiben einer Einleitung oder der Einleitung in der Bachelor- oder Masterarbeit. Ja? Gleich vorneweg, deine Einleitung für deine Master- oder für deine Bachelorarbeit schreibst du am Ende deiner Bachelor- und Masterarbeit. Das heißt, wenn du mit dem Ganzen fertig bist, dann schreibst du erst die Einleitung als kleiner Tipp. Denn deine Einleitung soll ja einen ersten Überblick und einen ersten Eindruck über den Inhalt deiner Arbeit vermitteln und den Korrektor praktisch anregen, motivieren zum Weiterlesen und dass er dir auch wirklich eine gute Note gibt. Wie ich euch bereits in dem Video Gliederung einer Bachelor- oder Masterarbeit gezeigt habe, verändert sich ja deine Arbeit immer wieder fortwährend. Das heißt, du knetest und knetest, du veränderst die Struktur, du veränderst die Gliederung und je nachdem, wie viel neue Literatur dazu kommt, bist du also hier immer am Hin- und Herschieben und deswegen ist es ein ganz normaler Prozess, dass du dann eben auch am Schluss erst praktisch die Einleitung formulierst. Ja. Aber denk dran, das Einzige, was du in diesem Hin- und Herschieben, in diesem iterativen Kneten eben nicht verändern kannst, das ist deine Fragestellung. Das heißt, es sind deine Arbeitshypothesen, mit denen du angetreten bist und die du ja auch im Titel beim Prüfungsamt angemeldet hast. Und die kannst du also nicht mehr groß rumdrehen oder verändern. Die sind gesetzt. Deshalb habe ich euch in meinen vorherigen Videos Auswahl von einem Bachelor-Betreuer oder Master-Betreuer, die Themenfindung, wie kommt ihr überhaupt zum Thema als Arbeitserleichterung und wie schreibt ihr ein kleines Exposé, um eben den Betreuer und das Prüfungsamt von eurem oder von eurem Vorhaben begeistern zu können. Also, deine Fragestellung steht und auch auf die Gefahr hin, dass sich jetzt im Laufe der Arbeit etwas verändert, macht das gar nichts. Die Struktur der Arbeit, das heißt, wie du die Gliederung aufbaust und mit welchen Bestandteilen, haben wir, wie gesagt, im ersten Video in dieser kleinen Reihe besprochen. Denkt an dieses ETMED, also die Abkürzung für Einleitung, Theorie, Methoden, Ergebnisse, Diskussion. Okay, jetzt zurück zur Einleitung. Einleitung und Schluss. Schluss ist die Diskussion deiner Bachelorarbeit oder Masterarbeit. Das sind sogenannte geschlossene Texte. Ja? Mit der Einleitung führst du den Leser in deine Arbeit ein. Es ist praktisch die Empfangshalle deiner Arbeit. Hier formt sich, und deswegen ist die Einleitung ganz, 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 ganz wichtig, hier formt sich der erste Eindruck beim Leser. Zeig ihm hier in deiner Einleitung, worum geht's. Was ist deine Fragestellung? Warum stellst du sie? Und für wen ist die Beantwortung von Nutzen? Und in welchem Fachgebiet befindet sich jetzt der Leser? Was sind die wichtigsten Theorien, die du für deine Fragestellung heranziehst und die relevant sind? Und nur darum stellst du sie ja nach vorne und stellst du sie eben vor? Und welche Methodik hast du gewählt oder wirst du wählen? Und warum hast du dich selbst für dieses Thema begeistert? Zeig in der Einleitung auch auf, dass die Einstellungen zu diesem Thema vielleicht gar nicht so unstrittig, so klar sind. Das heißt, es gibt vielleicht auch eine Vielzahl von unterschiedlichen Meinungen. Deute auch an, dass du den Stand der Forschung und Wissenschaft
zu diesem Themenkomplex erarbeitet hast und kennst. Denk dran, schon in der Einleitung musst du zitieren, okay? Schon in der Einleitung musst du ordentlich zitieren. Auch zum Zitieren haben wir ein kleines Video hier gemacht. So, das heißt, dann gibst du einen kurzen Einblick, der nächste Schritt in der Einleitung, zu den von dir eingesetzten Methoden. Und zum Schluss deiner Einleitung gibst du dem Leser, der Leserin, einen sehr kurzen Einblick, was sie in den einzelnen Kapiteln erwartet. Okay? Also denk dran, deine Einleitung ist ein mächtiges Instrument, den Korrektor oder die Korrektorin zu beeinflussen. Hier aktivierst du mich. Hier wächst du bei mir Interesse für die Arbeit. Und hier primest du mich. Ja? Denk dran, das habe ich euch ganz ehrlich gesagt. Ein Betreuer lügt meist, wenn er sagt, ach, ich korrigiere gerne Arbeiten. Nein, das macht Arbeit, das macht sehr viel Arbeit, wenn man das ernst nimmt und wenn man seine Studenten achtet und Studentinnen. Also ein Geschenk, ein freudiges ist es mit Sicherheit keins. Also mach es dem Korrektor, mach es mir bitte einfach und mach mir deine Arbeit schmackhaft. Und schmackhaft, dafür hast du die Einleitung. Und nochmal für Wirtschaftspsychologen unter euch, das Thema Priming. Priming bringt den Korrektor auf die richtige Spur. Also primet mich und bringt mich auf die richtige Spur. Holt euch hier schon die ersten positiven Zuckungen beim Korrektor, den Vertrauensvorschuss, den deine Arbeit wirklich braucht. Aber denk dran, wenn du hier ein Feuerwerk in der Einleitung abfackelst, dann musst du das auch im Hauptteil einhalten, aufrechterhalten und nicht zurückfallen. Okay? Also damit ein ganz, ganz kleines, kurzes Video, aber ganz, ganz wichtig, die Einleitung, denk dran, die Einleitung ist für eure Arbeit ganz, ganz wichtig. Und ihr wisst jetzt, schreibt die Einleitung am Schluss. Okay, das war's heute schon wieder. Kurzinformation, 8 Minuten oder 7:42 zum Thema Einleitung aus unserer kleinen Serie, aus unserer Service-Serie Bachelorarbeit und Masterarbeit erfolgreich schreiben. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß daran und ja, gebt Gas, auf geht's. Und ran an die Buletten. Tschüss, euer Peter.